Ey, auch Hamburg! Yeah! Ja! Ja, Mann, wir sind bei meinem Lieblings-Schwarzgeld- Arbeitgeber. Wie heißt das Label? Don't ever label, label you! War fast ein Wortspiel. Brüder, Brüder, ich bin high as fuck und hyped as fuck auf dieses Battle, Mann. Ich stell zuerst meinen Homie vor, Falk. Einer der liebsten Menschen. Ich weiß nicht, wie man ihn beschreiben soll. Es, die reine positive Energie. Macht mal bitte Lärm für Motherfucking Falk. Yeah! Und den Homeboy, den kenne ich noch gar nicht. Macht aber nichts. Denn er hat sich bei mir schon aufmerksam gemacht. Macht gute Sachen. Geht steil nach oben. Ich glaube, ihr wartet alle drauf. Macht mal Lärm für Motherfucking Steinschleuder! Yeah! Da hat er gedacht, ich choke. So. Auf geht's, absolute Ruhe jetzt. Wo geht's los? Hier. Erste Runde, Josef Steinschleuder. Ja, 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 ja. Ihr müsst mir alle verzeihen. Mein ICE wurde in der Mitte gesplittet, also wo ich hinten drin war. Also ein bisschen wie bei seiner Sister. Und ich habe im Forum gelesen, gestern hat irgendwer irgendwen geprügelt. Na gut, aber wenigstens seht ihr, gegen Mars B zu chalken, ist vielleicht nicht das größte Übel. Okay, aber heute gibt es von mir keine Bars. Keine Jokes, keine übertriebenen Flows, keine Wortspiele, nichts dieser Art. Ich werde hier einfach nur stehen und dir sagen, was ich über dich denke. Das war's. Und wenn es vorbei ist, dann geben wir uns die Hand und du gehst mir im Backstage nie wieder auf den Sack. Falk, ich ertrag dich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwen gesehen, der sich so sehr bemüht, ein Meme zu werden. Der sich so sehr bemüht, von allen respektiert und geliebt zu werden. Auf irgendeinem Deal-Till-Event kannst du ihn kennenlernen mit einem verkrampften Grinsen bis zum Kieferschmerzen, so wie, oh, ich bin Falk Vogeler, gar Falk Bogel, ich mache Hip-Hops und bin bekannt für Ironie und Scherze. Auf deinem Album sagst du, du tust so, als wäre es dir egal, aber eigentlich ist es dir total wichtig, was die da denken. Ach, wirklich? Damit hätte ich ja nie gerechnet. Gee, Holmes, und ich dachte, ich hätte fragile Nerven, aber mir wäre nichts unangenehmer als so eine Horde von Ja-Sagern im Rücken, die ihrem Anführer bisschen zu viel durchgehen lassen und schmücken ihre Profilbilder mit seiner Visage und brüllen seinen Namen. Wie kann dir das nicht unangenehm sein, du kleines, missratenes Stückchen? Ich hab nichts als Abscheu übrig für dein pinkes Militär. Team Reiben, aka Falk, umgibt sich nur mit Leuten, die offensichtlich dümmer sind als er und jünger sind als er. Ist sicher ein guter Ego-Boost, den Leuten die Welt dann zu erklären. Falk umgibt sich mit 18-jährigen edgy VBT-Boys, erklärt ihnen dann, welche Worte man nicht sagen darf und macht sich zu Kämpfern vor dem Herrn. Aber führen ist verwerflich. Und folgen ist verwerflich. Und sich als geistigen Anführer so eine konfliktfreie, substanzlose Qualle zu nehmen, ist erbärmlich. Falk! Du hattest noch nie ein Battle mit echter Antagonie. Und mit seinem besten Freund im Kreis Mutterwitze zu erzählen, macht sicher Spaß und hält dich auch in deiner Freizeit aktiv. Aber es hat nichts zu tun mit dem, was ich mache. Sein scheiß Battle zu nennen, macht dich noch nicht zu einem Battle-MC. Und dein politisches Engagement ist Phrasendrescherei. Linke Talking Points, die du vor dir herträgst, als wäre es ein goldenes Ei. Linke Talking Points, die du vor dir herträgst, als wäre es ein goldenes Ei. Mit Sicherheit hast du irgendwann mal irgendwen in deinem Privatleben überzeugt, aber ich sah noch in keinem Song, keinem Battle, keinem Facebook-Post, irgendein Argument, nichts, was du sagst, erschien mir irgendwie neu. Das sind einfach dieselben allgemeinen, bequemen Positionen, die wir alle sowieso teilen, aber Falk stellt sich da als mutiger Oppositionär, der es uns allen zeigt. Schau, die Faustregel ist, wenn alle klatschen, und jeder dich mag, dann hast du wahrscheinlich nichts Kontroverses gesagt. Hey, aber im Interview behaupten Kakobi und du, die Vaterfick-Witze seien ein echtes Tabu. Holmes, welches Tabu? Alle haben geklatscht. Alle haben das Battle geliebt, gefeiert, geschaut. Ihr hattet die hundertprozentige Unterstützung der Crowd. Also spiel dich nicht auf. Alle mögen dich.
Das ist kein Witz. Du bist kein Oppositionär, kein Revoluzer, kein Antiheld. Du bist in der Mehrheit dort, wo du bist. Du bist grau. Aber du hast eine farbenfrohe Präsenz. Und dein Rap ist wie ein feministisches Beyoncé-Shirt. Establishment getarnt als Protest. Da will einer Ärger haben, Alter. Erste Antwort von Falk. Ey, deine Art finde ich ein bisschen zu krampfhaft. Versuchst zu delivern wie ein Ritter mit Rüstung und Kampfwachs, aber siehst dabei aus wie ein autistischer Magier mit nicht genug Mana. Ist dir aufgefallen, dass du dünn bist und mager, deine Stimme fürchterlich albern klingt und deine Arme aussehen wie zwei Schnüre mit Adern? Junge, so wie du aussiehst, bist du vielleicht Annegret Kramp-Karrenbauer mit Schwanz dran, aber doch sicher niemand, der 99s Oma bei einem Überfall aufschlitzt und kalt macht. Junge, wie du da im Raum stehst und erzählst, was du mit ihrem Darm machst, verdammt. Als du dargestellt hast, wie du damit Seilchen springst, dachte ich, alter Shit, der Kleine stirbt gleich an einem Asthmaanfall. Kein Witz, ich hab gedacht, dass beim Springen vom Impact dein Bein durchbricht und nur gejubelt, weil ich froh war, dass du noch bei uns bist. Ey, und Dicker, was du mit der alten Frau machst, ne? Da geht mich ja echt nichts an, wa? Und ich will dir echt nicht zu nahe treten, aber Sex geht anders. Ja, ja, jetzt kann man vielleicht sagen, bei Josef gibt halt beim Ficken keine Grenze, aber die Sexualpartner, die er fickt, die tippen seine Texte und für die langsamen unter euch, ja, ich meine natürlich seine Hände. Ey, du kannst sagen, was du willst, doch du bist übel der Larry. Du kommst ins Battle und hast als einziger das Gefühl, es wird nasty. Doch bei dir... Doch bei dir wird's höchstens einmal böse und hässlich, wenn es beim Dungeons & Dragons Abend keine Würstchen, Brötchen und Snacks gibt. Deine Mama, ja safety, bügelt deine Wäsche und achtet, wenn du Vorlesung um 8 hast, darauf, dass du frühzeitig geweckt bist. Bringt dir zum Frühstück Rühreisaft und Stütchen an dein Bettchen und kommt angerannt mit Schüssel, wenn du mit der Gilde gerade im Raid bist. Ey, dieser Joshua Kieselfletsche ist so ein Nerd. Ist so ein Nerd, das ist echt wahnsinnig krank. Ich so Sci-Fi oder Fantasy, er so, ich hab die Frage nicht verstanden. Junge, du bist ein richtiger Geek, weil du hast Juju gesehen und dich nicht mal verliebt. Ey, der will nicht wissen, wie sehr nach Pfirsich die riecht, sondern ob es auch Hentais als kleines Mädchen im Minirock und animiert von ihr gibt. Oder ob statt einer Scheide vielleicht ein Octopussoir an ihr ist, weil ein richtiger Kenner weiß, ohne Tentakel geht nix. Junge, geh Tafeldienst machen, sonst gibt's Schwamm in den Rachen. Hiernach kann dich keiner mehr ansehen, ohne über deinen Anblick zu lachen. Wobei du es einem aber auch echt schwer machst, weil mit deinen Gesichtszügen siehst du aus wie eine Schildkröte und klingst auch genauso wie die Dinger beim Fick, schwöre. Junge, dieses ätzende Quaken lässt sich echt nicht ertragen. Damit lassen sich vielleicht Äffchen, Hasen, Ferkel und Raben oder Elche nachahmen. Aber in Battles und Tracks auf Tapes geht das gar nicht. Junge, die Frequenz, auf der du rappst, ist echt heftig belastend. Da klingt wie Scratchen auf Tafeln oder Eminem seit Relapse ziemlich kacke. Ja, wir haben gecheckt und verstanden, du kannst Texte verfassen. Aber den Effekt sieht man im selben Moment schon verblassen, wenn man dich anguckt und sich fragt, wer hat Echo denn eigentlich in das Matchup gelassen? Ey, wenn ich du wäre, würde ich endlich mal was gegen das Krächzen und die Hässlichkeit machen. Zum Beispiel dich erhängen und endlich verrecken, du Lappen. Egal, was du sagst, wer dir das heute abnimmt, ist ein selten dämlicher Affe und sollte sich fragen, warum dein gestelltes Gebrabbel über das Wesen des anderen für sie oder ihn bitte so catchy ist, fuck it. Für mich ist das nämlich nur billige Märchen-Fairy-Tale-Kacke. Und jeder, der das feiert, hat jetzt ein ganzes Battle-Zeit, sich über den Grund dafür einen Schädel zu machen, ihr schäbigen Bratzen. Schämt euch verdammt und jetzt time! Yeah. Bitchfight. Ja, geiles Battle. Zweite Runde, Schleuder. Hey, yo. Wenn Falk und Kakobi im Interview das N-Wort sagen, dann ist es im Rahmen von einem doppelbödigen, politisch entlarvenden Statement. Wenn Heidemann im Interview das N-Wort sagt, dann ist er entweder rechts oder nicht in der Lage, die Konsequenzen seiner Sprache zu verstehen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er arbeitermäßig aussieht und du wirkst, als hättest du wahrscheinlich studiert. Oder? Nee, arbeitermäßig aussieht. Moment, das hat nichts damit zu tun, dass du studierst. Nein?
ist gerade das Akku vollkommen. Bis du arbeitsmäßig aussiehst. Du. Also, okay. Das hat also nichts mit der Wertung des N-Worts zu tun. Klar, natürlich nicht. Immerhin ist Falk gegen jegliche Intoleranz und Diskriminierung immun. Immerhin sagt er manchmal zum Spaß, er wäre schwul. Und ich habe hier ein paar Mal das Wort Spaß gehört. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Come on, Leute. Denkt doch mal nach. Habt ihr überhaupt diesen einen behinderten Freund? Überhaupt diesen einen behinderten Freund? Ich werde nicht rumschreien wie beim letzten Mal. Das war für alles eine echte Qual. Sie sagten, Josef Steinschneider, rap einmal. Ich rap jetzt mal. Ich habe gesagt, ich habe gesagt. Ganz ruhig. Mit mir geht's eh bergab, Leute. Ist vorbei. Nein, okay, also. Vielleicht hört ihr diesmal wenigstens den Rest. So. Wir haben diesen einen behinderten Freund. Hat er, okay. Freund. Ey, aber. Ey. Im Interview habt ihr gesagt, alles, was ihr sagt, wäre reflektiert und es ging euch nur darum, ein politisch provokantes Statement zu machen. Plus, wenn es alle, die euch auf Facebook verfolgen, wissen, ihr seid nicht rechts und wenn es jemandem mal nicht gefällt, dann ist es halt Geschmackssache. Okay, also du erziehst deine Gefolgschaft zu Fahne schwingenden Moralisten, um jedes Mal, wenn jemand was Falsches sagt, zuletzt Heidemann, die rechtschaffene Flagge zu hissen, aber wenn ihr mal was Problematisches sagt, darf man euch dafür nicht dissen, denn immerhin tragt ihr rosa T-Shirts und macht manchmal homosexuelle Witze. Falk, bist du geistig behindert? Nee, ist klar, Alter. Er will gleichzeitig der scheinende Ritter sein, der Diskriminierung bekämpft, aber auch zur selben Zeit das edgy Arschloch, das moralische Grenzen zersprengt. Aber das geht nicht beides, das schließt sich gegenseitig aus. Du bist nicht edgy, keiner stößt sich an deinen Texten. Du bist nicht moralisch, denn du konzentrierst dich, du hältst dich nicht an deine eigenen moralischen Grenzen. Aber es ist relativ schwer, das zu checken, wenn man sich mit so vielen Mitläufern umgeben hat, dass man nicht mehr auf den Boden spucken kann, ohne dass sie deinen Speichel auflecken. Und ich meine Speichel lecken nicht als Metapher fürs Küssen. Ich meine Speichel lecken als Metapher für diese hörigen, junge Union-mäßigen Blicke. Ist schon klar, Alter. Auf dem Schulhof ist man als Clique immer der harte Gangster. Aber ihr dürft nicht vergessen, Alter. Ein echter Amokläufer ist immer Einzelgänger. Und versteht diese gerade nicht ganz vollständige Runde bitte nicht falsch. Ich bin gegen Zensur jeglicher Art. Ey, Freiheit der Sprache bedeutet alles, was du denkst, kannst du auch sagen. Ich persönlich finde nichts von dem, was ihr sagt, problematisch. Hier drinne kannst du Minderheiten, Mehrheiten, Privatpersonen, wen du willst, voll wichsen und vergraben. Und jedes Tabu, das man nicht überschreiten darf, ist ein Stich ins Herz von diesem Format. Verzeiht mir den Pathos, aber ich sehe da keine Kompromisse, Alter. Fick mein Arsch. Als Mighty Mo sagte, israelisches Judenpack, da war ich persönlich gekränkt. Aber ich bin trotzdem froh, dass er es gesagt hat. Denn es war für ihn in dem Moment authentisch. Und es ist sein Recht. Und es zeigt ihn mir eher als Mensch. Und deswegen sage ich, egal wer man ist, weiß ich nicht, Davy, Pilz, Heidemann, über den ihr mehr gehört hättet, Falk, eure Jungs, freie Sprache für jeden. Und du hast Album-Promo-Phase, ne? Habe ich nicht vergessen, Bruder. Werden wir in der nächsten Runde hoffentlich vollständig gleich drüber reden. Gut. Über den Inhalt nochmal gefangen, super. Naja. Zweite Antwort, Falk. Und du sagst, du hast alle deine Harry-Potter-Konter schon in der 6. verbrannt? Cool. Ich frag mich, warum fand bei deiner Optik in den Jahren keine Veränderung statt? Junge, du und Harry Potter, ihr beide habt den Hautton von einer Packung Toast. Und ich hoffe, deine Eltern sind genauso tot. Ja, ein Battle ohne Potter-Witze. Na, wer's glaubt, wird selig. Doch nicht bei so einem Typen, der nicht mal viel Safttrank benötigt, um wie er auszusehen. Junge, als die Pubertät losging, dachten alle in seiner Klasse nur an Cox oder Mösen und du hast dir vorgestellt, du wärst im Orden des Phönix. Heute reibst du dir über einem Foto von dieser Genie Weasley deinen Schniedel Wutz und dein iPhone hat kein Siri, sondern Sirius. Ja. Junge, du bist so sehr Harry, da gibt es gar nichts groß zu diskutieren. Du bist so sehr Harry, dein Patronus ist ein Hirsch. Und
Glaub man nicht, dass ich mir für deine Mama zu fein bin, nur weil die müffelt? Denn wäre die alte Hogwarts, wäre ich der Hüter der Ländereien und Schlüssel. Ey, ich drück dich mit dem Gesicht auf den Boden, ziehst durch die ekligste Pfütze und sag danach überheblich wie Pisse, du hast Dreck auf der Brille. Genau da sieht nicht schön aus. Josef, ich weiß, du willst heute ficken, aber scheiße. Wirf deinen Namen nicht in den Feuerkelch, wenn du dafür nicht bereit bist. Und manche meinen, ich hätte keine Engels und wäre generic, aber fuck, du siehst aus wie Daniel Radcliffe und der ist echt hässlich. Ey, wenn man an Alraunen denkt, stellt sich jeder deine klagende Stimme vor. Und immer wenn du chokest, gibt's 5 Punkte Abzug für Gryffindor. Und so oft, wie du es versaust, verdammt Junge, wow, Hauspokal, ciao. Ja, Mann! Und sag mal, Jürgen, kommst du nicht aus der Theaterbranche und so? Gibt's da nicht sowas wie ein Skript, wo drin steht, was man sagen muss, Bro? So ein Leitfaden, den man schon Wochen oder Tage vorher bekommt und den man lernen kann, damit man beim Auftritt nicht dasteht wie ein dummer Idiot? Ja, eigentlich schon. Warum machst du dann so? Gehört das zu deiner Darbietung so auf die Art? Ist es kein Josef Pato, ne Joke? Ist das Avantgarde, Arti, eine Arbeit für ein Seminar oder bloß der Beweis, du hast im Kreis hier in Wahrheit gar nichts verloren? Junge Mann, gab dir eine Chance. Ein Step-Up-Match gegen Mars und der lag schon am Boden. Es hätte gelangt, ihm von oben herab einen Ast in den Magen zu bohren und dabei gelangweilt zu fragen, ob der denn am Schlafen oder schon tot ist. Und du machst wie fast immer gar nichts, du Vogel. Ist aber schon klar, dass eine Catchphrase was anderes ist, Josef? Oder sind deine Jokes nur ein Scheme, wie damals in Bochum mit SpongeBob? Du wiederholst es immer wieder in der Hoffnung, die Pointe, sie kommt noch. Junge, du studierst das szenische Schreiben. Was ja eigentlich dope ist. Aber leider geht's dir nicht ums Schreiben, sondern darum, das, was du schreibst, zu performen. Du hast dir den Falschen in die Mitte vom Kreis geholt, Dombre, denn du spannst ihn vielleicht, aber ich überspanne deinen Waldelfenbogen, weil Leute wie du sind für mich im Kreis keine Bedrohung. Und die Frage nach einem Match halte ich für weit überzogen. Was hast du in deinen Battles denn schon an Leistung geboten? Du bist nur hier, weil deine Optik scheiße ist und sie, wenn du eine Line kickst, ihren Bleichgesichtshomies auf die Schulter klopfen nach dem Motto Sky is the limit, du musst es einfach versuchen. Aber nein, Josef! Lass es sein, Josef! Wird Zeit, Josef! Ja! War das schön! Oh, Ruhe! Ohne Worte! Finale! Bruder Josef! Ja! Ich hab dein Album gehört und bis auf den letzten Track nichts behalten. Ich hatte das Gefühl, es ging dir darum zu zeigen, dein Leben wäre gechillt und du würdest dich gerne entspannen. Geiles künstlerisches Konzept, Alter, ich konnte mich kaum halten. Laid-back-Rap auf warme Instrumentals. Cutting-Edge, Bruder, richtig erwachsen. Ey, ich hab das Gefühl, das VBT hat dauerhaft deinen Schreibstil versaut. Es ist kein Zufall, dass VBT-Rapper prinzipiell nicht erfolgreich sind. Und das liegt nicht an ihrem Sound. Das liegt daran, dass sie gelernt haben zu schreiben in Vollidiotenkreisen, die nicht in der Lage sind, Reime und Punchlines von Songs zu unterscheiden. Wo ist der Innovationsdrang? Warum macht ihr immer das Gleiche? Dafür, dass du immer über Hip-Hops und Battle-Raps ironisierst, klingt dein Scheiß aber genau wie eine Real-Keeper-Scheibe. Nur mit bisschen anderen Flaws, aber du kopierst halt andere Zweige. Ey, wo ist die Ironie, Alter? Ich peil's nicht. Du hast dieselben Schemes, fucking Flows, Merch, Shirts, Bundles wie jeder zweite. Miese Abfuck, die Seele eines Major Artists in dem Körper von einem Typen, der es nie geschafft hat. Du bist nicht ironisch, du bist einfach normal. Egal wie sehr du es versuchst, du provozierst keinen Skandal. Dein Top-Tier-Takeover-Freestyle, das war entzückend. Ist sicher schwer, sich daneben zu benehmen mit 20 Homies und der Hälfte des Deltelie-Forums im Rücken. Tschüss. Ich zurück. Sicher schwer, das daneben zu benehmen mit 20 Homies und dem rumzurücken. Battle Rap und Politik ist Dissens, ist Konflikt. Er hat's gesagt, du bist dafür zu harmonisch, zu normal, zu gesellig, zu lieb. Vielleicht hast du Depressionen, aber irgendwie nützt dir das nichts. Du bist einfach ein höflicher, netter, konsensorientierter Wicht. Und ich bin auch backstage höflich zu jedem, aber das hat nichts zu bedeuten. Ey, ich kann die alle trotzdem nicht leiden. Und kann's kaum erwarten, es ihnen im Battle zu zeigen. Aber du, ich weiß, du bist gerade aggressiv, kommst mir nahe, wirfst die Flasche weg. Aber du wärst wirklich gerne mit mir befreundet. Holmes, das ist abscheulich.
Ich bin kein Teil deiner Clique. Schreib mir so oft du willst auf Facebook, ich werde auf die Witze nicht reagieren. Ich finde es nicht witzig. Von Anton Atibilov zu Falk Fabian Krolik. Bei allem Respekt, Alter, fick dich. Yeah. Ey, und du hattest ja die Chance, jemanden zu betteln, der dir was zu sagen hat, aber anscheinend hatte Team Reiben Angst vor den Brillenschlagen. Adalas, aber es ging für dich vom Regen in die Traufe, mein kleiner Spatz, denn Brian Damage hat dich 3-0 mit deinem wacken Zahnfleisch. Bars. Harter. Brian Damage hat dich 3-0 mit deinem wacken Zahnfleisch. Bars. Ey. Naja, kurzum, ich kann dich nicht leiden. Ich kann dich nicht leiden. Deine zwanghafte Art, so zu tun, als wärst du mit allen befreundet. Deine krampfhafte Ironie, die nichts angreift. Deine Ganglieder-Allüren. Deine Ganglieder-Allüren. Und dein Kreis an ja-sagenden deutschen Schmandboys. Deine langweilige Mucke, deine langweilige Freundin, deine Lachen von, ich hoffe, sie akzeptieren mich so, wie ich bin, Angstschweiß, ich kann dich nicht leiden. Deswegen bin ich heute hier. Und wenn ich dir gleich die Hand gebe, nach deiner Runde, die du hoffentlich chokst, damit es noch Chancen gibt, nach deiner Runde, dann ist es aus Respekt vor der Plattform und nicht aus Respekt vor dir. Yeah! Letzte Antwort. Falk, bitte. Wow, echt geil. Echt frecher Style. Ey, dein verkackter Auftritt gegen Mars war echt eine traurige Sache. Verwundert kaum, denn du warst gar nicht in der Laune zu klatschen, sondern aufgeregt wie Sau, weil dein Traum gerade wahr wird, mit dem Idol den Sauerstoff des gleichen Raumes zu atmen. Du hast es versaut wie so ein Clown und ich behaupte mit Absicht, weil du dir deine eigenen Pointen überhaupt gar nicht abnimmst. Deine Taktik bestand überwiegend aus minutenlangen Pausen und darin, ihm in der dritten Runde nach großer Ankündigung dann schöne Augen zu machen. Und dafür setzt du dich in ein Auto bis Kassel? Junge, wie saudumm ist das denn? Wenn du ihn wissen lassen willst, dass du zu ihm aufblickst, du Lappen, frag Jamie doch einfach, ob er es ihm bei seinem nächsten Battle ausrichten kann. Ja. Ja, und nach der Sache mit Silver gestern, nächstes Battle von Mars, glaube ich nicht dran. Aber Kassel, Junge, Junge, ziemlich weiter Weg für so eine kleine Wurst, die schon bei einer Begrüßung weint und schnell das Weite sucht, weil er nicht weiß, wie man sich in einer sozialen Situation denn nun verhalten muss. Kein Joke, vorhin meinte ich so, ey, ja, Zwille fertig zu sehen. Er so, ey, ich bin menschliches Wesen. Dir sind solche Situationen nämlich weitestgehend fremd, weil du kennst Menschen nur aus Büchern, in denen man sie Muggel oder Fleischlinge nennt. Deswegen kriegst du von mir auch keinen Respekt für das Porträt, das du von deinen Gegnern versuchst zu zeichnen im Battle. Üb dich mal lieber im Schweigen, du peinliches Elend. Du bist sicher nicht wegen der Battle-Vorbereitung gegen Mars über die Feiertage alleine gewesen. Nein, du hast keinen zum Reden. Und immer wenn du mal unter Menschen gekommen bist, haben sie dich unterschreiben. Schreien frenetisch, während du dich verteidigst mit Weinen und Flehen, breiig getreten, junge Mobbing-Bars. Was erlaubst du dir also im Battle so das Maul aufzumachen? Du bekommst keinen Stubenarrest, deine Eltern verdonnern dich dazu, das Haus zu verlassen. Dich hat noch nie im Leben jemand nach deiner Nummer gefragt und bei Ausflügen nimmst du immer direkt hinterm Busfahrer Platz und guckst, was der Busfahrer macht. Junge, das, was du rappst und das, was du bist, passt so gar nicht zusammen. Und deine Brillengläser sind größer als der Radius deiner sozialen Kontakte. Oh. Fuck. Time. Scheißegal, scheiß drauf. Yeah! Ja, war laut, war Feuer drin. Wir haben hier 5 Stullis, die das machen. Ja, du, ne? Du, ne? Das ist einfach. Ach so, ihr macht mal Lärm für das Battle! Dankeschön! Wo? Moin, moin. Ja, für mich eine ganz klare Sache. Für mich geht das an Falk. Ich denke, das weißt du selber. Du bist natürlich stark, auch von deiner Performance her und so. Aber er hat dich um Weiten dominiert. Man hat in allen Runden gesehen, wie nah an dich ran ist, wie teilweise dich das auch verunsichert hat. Deswegen geht klar an mich. Aber wenn du Testschwierigkeiten hattest, so auch kein Wunder. Ne? Also für Falk mein Vote. Yeah.
Yo, ich bin einer der Dullis, der das jetzt bewerten darf. Ja. Also, ich dachte, es wäre knapper so. Für mich ist eine klare Kiste an Falk. Nicht bis jetzt auf den Schluss so, aber bei dir hatte ich oft das Gefühl, du musstest dich von Crowd-Reaction zu Crowd-Reaction angeln. Und wenn die da mal nicht kamen, dann warst du halt komplett raus. Und er hatte auch ein paar Dinger, die krass waren und nicht gezogen haben, aber er hat richtig durchgezogen und ich dann halt über die Zeit aufgefressen wurde. Yeah. Ja, also ich kann den anderen eigentlich nur zustimmen so. Krass, dass du das so vorhergesehen hast, dass er dann doch noch einen Choke raushaut. So. Aber es ist halt dann trotzdem, oh, Chokes sind immer kacke, aber ein Choke zum Schluss ist natürlich dann noch besser als so zwischendrin, weil nicht, dass er auch verunsichert. Aber ja, auf jeden Fall krasse Delivery, auch die Lines, die nicht so geil waren, fand ich persönlich, hast du dann halt trotzdem aggressiv rübergebracht so, sind angekommen und ja, also Fight für mich. Ja, kann man dir leider nicht geben, so, ja, ne, weißt du, aber ja, ich fand, du bist auf jeden Fall richtig geil reingestartet, ja. So. Ja. Und ja, kannst wahrscheinlich nicht mehr hören, aber du hattest halt komplett, auch von der Delivery her, hast du ein bisschen überrollt, so, auch wenn du da echt stark warst, aber bei dir war halt irgendwann das Momentum raus, so, und bei dir hatte halt am Ende nur was gefehlt, aber vorher hat alles gesessen, so, und deswegen, klar, das Ding. Danke. Jo, ich fand es tatsächlich ein bisschen weniger klar. Ich fand, deine erste Runde war für mich die intensivste und die stärkste im ganzen Battle. Dass du in der dritten Runde, was du am Ende deiner dritten Runde gesagt hast, habe ich in dem Moment auch gesagt, ja, um die einzige Chance für dich, dieses Battle noch zu gewinnen, ist, wenn er die dritte Runde verkackt. Dein Choke war aber nicht ganz so schlimm wie deiner, aber Ergebniskosmetik, ich gebe es an Josef. Ja, wir haben es gehört. Ich muss dazu aber mal sagen, auf dem hohen Niveau, bei der Hitze, in diesem Drecksladen, hier so eine Performance, ist kein Scheiß, Alter, das muss man mal gemacht haben, um zu wissen, wie krass das eigentlich ist. Nehmt das auf dem hohen Niveau nicht zu schwer, macht mal richtig Lärm für Josef Stein. Yeah! Entertainment Faktor ist da. Aber klares Ergebnis, gewonnen. Gewinner dieses Battles ist der Homie Falk. Macht mal yeah! Yo, ey, das war Hamburg, Alter. Don't let the label label you. Perverses Wochenende, wir sehen uns, haut rein. Don't let the label label you. Wir sind im Stellwerk in Hamburg und haben ein Main-Match gesehen zwischen Josef Steinschleuder auf meiner rechten Seite und auf meiner offensichtlich rechten Seite, auf meiner linken Seite und Falk auf meiner rechten Seite. So, ich bin schon ganz durcheinander. Es war ein unfassbar krasses Wochenende mit einem krassen Abschluss, natürlich mit ein paar... ja, ich würde einfach mal ganz straight sagen, Enttäuschungen auch, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde woanders anfangen und das auch gar nicht so zum Hauptthema machen. Und zwar, du hast ganz, ganz lange irgendwie, warst du im Battle-Kreis selber nicht so präsent und hast aber sonst... Wow, okay. Alarm geht los bei dieser Frage, alles klar. Und hast aber, also hast einfach nicht viele Battles gemacht und warst aber sonst sehr präsent. Also bist in der Szene irgendwie, bist auf vielen Events, bist auch Social Media technisch sehr, sehr am Start. Sammelt sich da gefühlt dann auch so eine gewisse Angriffsfläche zusammen, die dann eben potenzieller Gegner so geballt nutzen kann, als wenn man immer wieder viele Battles macht und viele Angles auch schon ausgelutscht sind? Weiß ich nicht, also ich finde, Angriffsfläche gibt es ja immer viel, so, ne? Und man kann auch die gleiche Angriffsfläche öfter benutzen und der eine macht es halt gut oder der andere macht es schlecht, aber ich würde schon sagen, dass je öfter man auch auf den Events ist und halt als nicht als Mensch, der da battelt, sondern als Mensch, den man mitkriegt, während er auf dem Event ist, als Fan, so dass man sich da auf jeden Fall auch angreifbar machen kann, vor allem, wenn man dann viel im Backstage rumhängt miteinander und so, aber das ist ja auch gut, so, es wäre ja langweilig, wenn wir keine Angriffsfläche hätten, so, dann bräuchte ja niemand battlen, so. Also du bist auch der Meinung, was ja er auch vertritt zum Großteil, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es nicht verwerflich ist, auch quasi Privates, was außerhalb von Battles passiert, mit in Battles zu packen.
Ich finde halt, da muss jeder für sich selber die Grenze setzen, ne? Und muss wissen, okay, bis hierhin will ich gehen und nicht weiter. Also, weiß ich nicht, es gibt Sachen, die sind manchmal schon irgendwie zu privat für meinen Geschmack und die ich dann vielleicht nicht auspacken wollen würde oder wo ich mir denke, boah, da finde ich scheiße, wenn das jemand sagt. Aber auch so, ich deal ja quasi damit, wenn ich mich hier hinstelle, so, ne? Also du hast deine persönlichen Grenzen, aber es gibt eine Legitimation, generell alles zu sagen, so, wenn nichts ausgemacht ist. Ja, schon. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. Und damit als MC auch umgehen können, wenn man sich in diesen Kreis stellt, was man da gesagt bekommt auch oft. Ja. Ich würde mal bei deiner ersten Runde beginnen. So, die erste Runde war unfassbar energetisch. So, du bist ihm krass nah gekommen. Also da würde ich dich dann auch gleich nochmal fragen. Bist ihm sehr, sehr nah gekommen und hast auch nicht unbedingt, wie er es predicted hat. Er hat ja gesagt, so, du kommst da mit Bars und irgendwie killst Omas, aber so siehst du nicht aus. Und du hast es genau so diesmal nicht gemacht. Du bist anders rangegangen und hast auch am Anfang angekündigt, ihr kriegt jetzt keine krassen Bars, so, ich sag einfach genau, was ich denke. Genau, vielleicht magst du kurz ein bisschen was zu deinem Konzept sagen. Wär's so weitergegangen auch? Also, dass du so straight und quasi auf Real-Talk-Ebene bleibst? Ja, wär's. Also, ich glaube, mein Zugang zu diesem Battle war, ich hatte drei relativ kurze Runden und ich hatte tatsächlich, soweit ich es einschätzen kann, kaum so, was man klassisch als Stilmittel benutzt im Battle-Rap, also Bars, Jokes oder irgendwelche Flows, irgendwelche Flips, irgendwelche Wortspiele, irgend sowas, sondern das Konzept war einfach, ernst zu sagen, was ich denke und auch so dahinter zu stehen, und tue ich ja auch, was ich gesagt habe. Das wäre, also es ist halt so ein Wer hätte, so hätte, Fahrradschloss und so weiter, Ding. Ich wäre so genauso weiter, also nicht genauso, aber es wäre auf jeden Fall ohne epische Real Talk, eine Zeile immer wieder wiederholen, ausgegangen, so, du, keine Ahnung, ich hätte nicht gesagt, du hast keinen Respekt vor dir selbst, warum soll ich Respekt, oder so, das war nicht mein Ansatz, nicht in der ersten, doch nicht in den anderen beiden, nein. Ja, du hast jetzt auch gerade selbst schon angesprochen, wäre so weitergegangen. Da ich mittlerweile weiß, dass du eigentlich immer top vorbereitet bist und es daran auf jeden Fall nicht liegt. Heute war es anders. Also ich habe auf jeden Fall bei dem Mars-Battle hatte ich das Gefühl, ich war übervorbereitet. Also da war ich sehr früh fertig schon und habe die ganze Zeit geübt und ich dachte, das wäre mein Problem. Dann habe ich versucht, in diesem Battle es anders zu machen. Deswegen war ich habe, glaube ich, vor 10 Tagen angefangen zu schreiben. Dann habe ich halt geschrieben, war ich halt vor ein paar Tagen fertig und dann habe ich es halt gelernt und so. Und ich habe es auch nicht so viel gelernt wie sonst. Also ich war heute auf jeden Fall untervorbereitet und ich dachte, vielleicht ist das das Geheimnis. Also weil ich habe auch immer wieder Geistergeschichten gehört von MCs, die sich in 3 Tagen vorbereiten, 5 Tagen. Ich dachte so, vielleicht bin ich der Vollidiot, der sich die ganzen Monat hinsetzt, als absoluter, weiß ich nicht wer, während alle anderen lässt sich es machen in 5 Tagen und dann geht's. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es jetzt so ganz kurz und es ging nicht. So, Spoiler-Alarm. Ich hoffe, ihr habt das Battle gesehen und schaut nicht nur für die Interviews. Deswegen hoffe ich auch. Ja, deswegen bin ich heute nicht so reingegangen wie sonst. Ich habe sehr kurzfristig angefangen, schlecht gelernt und das ist mir auf die Füße gefallen und das nehme ich so hin als so Experiment und das hat nicht funktioniert und kann man auch nicht viel dazu sagen mehr. Allerdings hat Falk viel dazu gesagt in seinen Runden und es ist halt, hat sich eben leider bestätigt. Das ist dann auch nochmal so ein Punkt, wenn man Sachen anspricht, die sich dann irgendwie nochmal bestätigen. So, wie war das Gefühl für dich? Also freut man sich, wenn man da steht und eben den Engel hat, so hey, du verchokst deine Runden und dann chokt der Gegner, oder nee, eigentlich nicht? Nee, es geht ja darum, dass wir hier hinkommen so und wir machen ein geiles Battle so, ne? Und das ist für uns geil, dafür kommen wir her, das ist für die Leute geil, dafür kommen die her. Und wenn dann gechoked wird, dann ist das für alle Beteiligten voll räudig auf jeden Fall so. Also klar, es spielt mir in die Karten, aber das hätte ich nicht gebraucht, weil es ist ja schon ein paar Mal passiert, sonst hätte es den Engel ja nicht gegeben so, ne? Das heißt, es ist völlig egal, ob er heute choked oder nicht choked für die Line an sich, aber choken im Battle ist immer für alles scheiße. Wie war das für dich, gerade die erste Runde, eben habe ich es gerade schon angesprochen, er war unfassbar präsent, ist dir krass nahe gekommen, so hat das irgendwas mit dir gemacht, also beeinflusst dich das während dem Battle, hat das, genau, irritiert dich das? Nee, dafür war ich ja hier so, ne? Darum geht's ja, und man muss sagen, er hat ja alles, was er gemacht hat, sehr respektvoll gemacht, wo wir wieder bei dem Ding sind mit, wie weit darf es ins Private gehen, so, solange der Umgang am Ende damit respektvoll ist und dass es passiert, so, ist alles cool, das hat mir Spaß gemacht, ich will, dass wir hier hinkommen und uns gegenseitig richtig schön ficken und nahe kommen, so, und böse werden,
und das passiert und deswegen bin ich zufrieden, ja. Ich wollte gerade sagen, du hast bist da ihm im Nichts nachgestanden. So. Du warst auch sehr präsent, sehr laut und bist ihm ebenfalls sehr nahe gekommen. Seine Energie hat dann eben zweite, dritte natürlich auch bedingt durch die Jokes ziemlich nachgelassen. Hat das auch was mit deiner Energie gemacht oder hat das irgendwas mit deinem kleinen Joke dann Ende der dritten zu tun gehabt, den er erhofft hat? So. Ja, ich habe beim Anfang der dritten Runde gemerkt, dass mir auch so ein bisschen die Energie ausgegangen ist. So, ne? Und dann habe ich gerappt und plötzlich war einfach der Übergang weg. So, das ist auch noch nie passiert, so auch beim Proben nicht oder sonst. Da war von jetzt auf gleich weg so. Und ich habe dann 3 Sekunden ja gewartet und dann habe ich gemerkt, so ey, scheiß drauf, so time. So. Also, wäre noch viel gekommen da? Ja, ich glaube vor meinem inneren Auge so ein halbes, dreiviertel Word-Dokument so. Ungefähr. Ich sehe das auch immer. Ja, genau das. Ich greife mit der Hand, weil ich denke, ich merke es mir besser, aber ich sehe auch immer, ich weiß genau, an welcher Bar ich wo auf dem Blatt war und so. Das ist witzig eigentlich. Ja, ja shit. Okay, alles klar. Wir haben jetzt dieses Thema Jokes ausführlich besprochen und damit würde ich das jetzt auch beiseite lassen, weil es war nichtsdestotrotz, hat es unfassbare Momente gegeben in diesem Battle. So, auf deine zweite nochmal kurz zurückzukommen. Diese Harry Potter war es so. Ist ja was tatsächlich irgendwie auch niemand erwartet, dass die gebracht werden, weil er hat schon thematisiert, seine Gegner haben schon oft genug thematisiert so und du hast es einfach auf die Spitze getrieben. So, hattest du da Bock drauf, so das einfach zu machen? Ich komme doch nicht im Battle gegen Josef Steinschleuder ohne Harry Potter Bars, was los, Alter? Ey, ich habe gestern so in meiner Harry Potter Hogwarts Decke geschlafen und habe mich schon richtig gefreut, Alter. Ja, war doch geil, ey. Und du alle Konter tatsächlich schon verschossen in früheren Zeiten? Boah, ich habe natürlich noch 3000 Konter, aber ich habe mich einfach geschämt, jetzt anzufangen zu freestylen nach so vielen Chokes. Klar hätte ich auch meine Chokes mehr über freestylen können und ich habe so gedacht, das ist respektlos den Leuten gegenüber, die kommen hierher, um meinen scheiß Text zu hören. Und da habe ich einfach nicht mehr getraut zu freestylen. Ich habe gedacht, was ist das, Alter? Ich will danach nicht hören, hey, aber dafür kannst du gut. Nee, nein, dann nehme ich es hin und dann habe ich auch meine Harry Potter-Konter alle sein gelassen. Und hab gedacht, ich habe mich einfach nicht mehr getraut. Vor den Augen der Leute wollte ich nicht mehr Harry Potter-Konter bringen, meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob das plausibel ist, ob das Sinn ergibt, aber das wollte ich nicht mehr machen. Aber ich habe ja auch Freestyle-Battles gemacht früher und mache manchmal noch und so und Harry Potter-Konter und auch Harry, so Leute benutzen viele Harry Potter-Lines, Konter, Abundance, so davon habe ich genug, also keine Sorge. Keine Sorge. So. Das heißt, genau, du hast tatsächlich was gebracht, womit irgendwie vielleicht offensichtlich grundsätzlich alle rechnen, aber doch keiner damit gerechnet hat, weil es schon so ausgelutscht ist. Und er hat, wie ich es vorhin auch bei ihm angesprochen habe, er hat tatsächlich irgendwie angefangen, auch die Art und Weise, wie er geschrieben hat, mit was von ihm irgendwie dann doch nicht jeder vielleicht erwartet hätte. Nämlich kein großes, krasses Bild erschaffen und irgendwie genau mit Gewaltfantasien über die Stränge geschlagen, sondern mit gefühlt sehr krassem Real Talk und straight in die Fresse. So, hast du da, was heißt Schiss bekommen, aber hast du irgendwie, genau, hast du damit gerechnet, hast du überhaupt mit was gerechnet, was er bringt? Er hat das Match ja angefragt so, und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass er auf jeden Fall was zu sagen hat und deswegen habe ich das auch gemacht so, ne? Weil das ist immer geil so. Er hat ja gesagt, ich umgebe mich nur mit Ja-Sagern, aber das Ding ist, du kommst in Battle und jemand von außerhalb gibt dir neuen Input und dadurch hast du wieder Möglichkeit, dich selbst zu reflektieren und so zu gucken, okay, wie sieht diese Person mich jetzt gerade so, und das hat er gemacht und das ist geil, ja. Mich würde eine Sache noch interessieren. Moment, jetzt choke ich auch mal. dafür habe ich keine Skills. Das traue ich mich tatsächlich auch nicht so. Genau, mir fällt schon wieder ein. Was einer deiner Engels war, die leider dann nicht ganz ausgeführt worden sind, aber du hast irgendwann gesagt, was auch ein bisschen untypisch ist in einem Battle, du findest nichts von dem, was er macht, eigentlich persönlich problematisch. Yeah. So, das, was du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das, was du problematisch findest, ist, dass er sich's bequem macht an der Art und Weise, wie er seine Positionen vertritt und quasi in dem Umfeld, in dem er seine Position vertritt, oder? Ja, also es ist halt, ich weiß nicht mehr so genau, was ich gesagt habe und was ich halt nicht gesagt habe. Deswegen, mein prinzipieller Punkt war, dass problematisch meine ich wie politisch problematisch. Also ich finde, keine Line von Ihnen oder von ihm geht zu weit. Oder das darf man nicht sagen oder sowas. Also das meinte ich problematisch insofern.
Und mein genereller Angriffspunkt der zweiten Runde wäre, slash war gewesen, dass er und so wie ich das wahrgenommen habe, halt die anderen Leute, auch zum Beispiel jetzt im Ryko J Battle, wo er auch gesagt hat, Falk hat mir die Flausen ausgetrieben, so, dass sie halt Vorwürfe machen an andere Leute, was man nicht sagen darf, was man in Interviews nicht sagen darf, was man im Battle nicht sagen darf, was auf Facebook, was auch immer. Und dass erstens ich damit generell ein Problem habe, also ich finde es nicht richtig, das habe ich auch am Ende der zweiten, glaube ich, gesagt. Und zweitens ist es halt inkonsistent ist mit dem, was sie konkret gemacht haben, ne? Weil es gab dieses Interview 2017, wo sie halt das N-Wort gedroppt haben und so, und da war es alles okay. Und dann gab es dieses Heidemann-Interview, wo er das N-Wort gedroppt hat, und da war es nicht okay und da waren alle sich einig und sowas. Und dann ist natürlich die Frage, warum, was die Diskrepanz, warum war es bei ihm okay, da gab es nichts, warum war es bei Heidemann problematisch. Und mein Angriffspunkt wäre, slash war ein bisschen in Ansatz gewesen, dass Heidemann halt wirkt wie so ein arbeitender Typ, dem man einfach zutraut, okay, der hat einfach keine Ahnung, der ist zu blöd oder der, keine Ahnung, der wahrscheinlich, oder vielleicht ist er ein bisschen rechts, keine Ahnung, ist er so ein biertrinkender Typ, was auch immer, was er da macht. Während natürlich Falk und Kakobi reflektierte, intelligente linke Studenten sind, wenn sie das sagen, dann ist es alles klar, ist alles Teil des provokanten Konzepts und so, und dann ist es, wird es halt verziehen. Das finde ich nicht fair an sich, und das war, wäre halt das Zweite gewesen. Also das finde ich schwierig, ja. Also das heißt, du hast tatsächlich über Sachen geschrieben, die du so auch wirklich loswerden wolltest und so wirklich auch schwierig, ja, findest. So. Voll, mache ich immer. Also außer wenn es jetzt gekennzeichnet ist als, okay, ich übertreibe und fick deine Oma. So, ich mache ich immer. Ja, also wenn es nicht so ist, dann meine ich eigentlich alles, was ich sage. Also wirklich. Also klar, ich kann nicht alle im Backstage nicht leiden, aber es sind auch nicht alle meine Freunde. So. Also auch wenn ich höflich bin, sind das nicht meine Freunde. Und ich fühle mich auch vielen Leuten, Fans oder Battle-Rapper, fühle ich mich einfach, ich habe das Gefühl, ich habe mit denen nichts gemeinsam, außer dass wir halt Battle-Rap mögen. Und ich muss aber natürlich jedes Mal, ja, Mann, voll geil, du auch und so, du auch, Bruder. Und das so stehe ich das so. Und aber wie ich ihn beobachtet habe, ist halt noch mehr Wärme und so, und gespielt oder eben nicht gespielt. Oder er ist wirklich mit allen befreundet, was ja auch ein Punkt sein kann, was man jemandem vorwerfen kann. Aber prinzipiell meine ich schon im Battle die Sachen so, wie ich sage. Außer die halt gekennzeichnet sind als, ich fick deine Oma oder so und sowas. Magst du was sagen dazu? Da ist jetzt natürlich leicht für dich, so die Frage zu stellen, weil das war ja jetzt echt super viel, so, ne? Ja, aber weil das, also dieser Vorwurf der Doppelmoral, um es jetzt mal runterzubrechen, dieser Vorwurf der Doppelmoral eben, genau, dass du dich immer wieder positionierst und aber selber auch eben trotzdem problematische, keine Ahnung, Zeilen in Battles bringst oder Sachen sagst und das dann nicht so schlimm ist, wie wenn es wer anderer macht, war so genau der unterm Strich der Vorwurf. Keine Ahnung, kann ich so jetzt nicht viel zu sagen. Ne? Können wir vielleicht irgendwann mal in einem Podcast ausdiskutieren oder so und dann... so, keine Ahnung. Jederzeit, das ist ein interessantes Thema auf jeden Fall, oder? Ja, das ist also jetzt halt nicht die Situation, in der wir das irgendwie halbwegs gerecht, also der Sache gerecht aufarbeiten können, ja. So, ne? Aber... diesen Vorwurf gibt es ja, und in dem Moment, in dem es ihn gibt, auch von mehreren Seiten, ist er halt auch dann wahrscheinlich berechtigt. So, ne? Oder um die Frage anders zu stellen, so, du verstehst, dass er diesen Engel gewählt hat, so in einem Battle gegen dich. Ja. Ja. Eine letzte Frage, was mich interessiert, ich habe das vorhin bei Kakobi tatsächlich auch schon so ähnlich angesprochen. Und zwar, so, du wisst ja, auch wenn du Solo-Battles machst, ganz oft in einem Engel kommt Teamreiben vor, was ja auch logisch ist, weil du dich sehr auch über diese Gang definierst und weil ihr das alles generell sehr viel represented. So. Ist es für dich nice, wenn viel Teamreiben gefrontet kommt in Battles, gegen, die eigentlich nur gegen dich gehen? Oder denkst du dir teilweise so, ey, so, es geht hier um mich, es geht nicht immer um meine Gang sozusagen? Oder weißt du, dass das quasi nicht kaum zu trennen ist? So? Also ich freue mich immer über die guten Lines auf jeden Fall, jedes Mal auch. Aber manchmal, das hat man auch an meiner Reaktion hin und wieder gesehen, manchmal so, weißt du, ist das schon ein bisschen ermüdend, so, ne? Wenn es immer irgendwie ähnlich ist und so. Und aber ich, auch da kann ich verstehen, man nimmt den Angle und man nimmt das mit und ist für alle Leute cool und so. Nein, nein, war jetzt auch kein Vorwurf an dich, sondern... Ich habe schon so gemeint, ich habe nicht gemacht, weil ich um es mitzunehmen, sondern ich habe wirklich das, was ich gemeint habe. Okay. Wobei der Engel bei dir heute auch eher war, so wie du dich präsentierst als der Anführer in, also in diesem, ja, Kontext, genau, hast du ja ihn quasi angegriffen in dem Reiben-Kontext, ja, und nicht Team Reiben an sich. So. Ja, schon, ja. Also nee, ich wollte nur mal klarstellen, ich habe es nicht gemacht, um es mitzunehmen oder so. Ich habe es gemacht, weil es wirklich mein Eindruck ist, weil ich wirklich
das, was ich daran kritisiert habe, an der Team-Reiben-Struktur, weil ich das auch denke, weil ich es wirklich unangenehm finde, einfach beim Sehen, wenn alle Leute dem einen zujubeln und sein Gesicht da machen und so, und das ihm offensichtlich, oder nicht offensichtlich, aber anscheinend nicht unangenehm ist, sondern er ist irgendwie damit lebt und sich damit brüstet. Das habe ich so auch gemeint. Also nicht, nee, ist ja okay, dass du es nicht so siehst. Einfach, ist, oh Gott. Es ist völlig klar, dass du es nicht so siehst. Aber ich wollte nur noch sagen, dass ich es nicht gemacht habe, um es mal erwähnt zu haben. Genau, aber es passiert, ja genau, es passiert tatsächlich aber auch oft, dass jemand es macht, um es mitzunehmen. Bei dir hat man tatsächlich, finde ich, auch nicht unbedingt den Eindruck gehabt heute, dass er es jetzt zweckmäßig so macht, aber es passiert oft. Ja, und dann kommt es bei dir drauf an, ist die Line gut so, kannst du drüber lachen oder ist irgendwie random. Genau, dieses Team-Reiben im Sommer-Ding zum Beispiel von TJ war ganz lustig gegen Papa TR. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten ist halt so, ja, ey Leute, schreibt einfach eure Zeilen und ist egal. Ja, was soll ich dazu sagen? Macht doch einfach, aber macht gut. So ähnlich wie die Harry Potter Bars zum Beispiel, oder? Ist auch irgendwie, irgendwie ausgelutscht, aber wenn man es gut macht, dann so kann man das oder willst du es unbedingt bringen. So. Ja, es hat sich hier ja auch angeboten und generell gibt es halt so diesen Humor, es gibt so eine Grenze und bis dahin ist es lustig und wenn die überschritten wird, ist voll unlustig und wenn du dann da nochmal einen rüber gehst, dann ist wieder lustig so, ne? Und das versuche ich halt mit den Harry Potter Bars immer wieder zu machen. Wer weiß, vielleicht ja Harry Potter Battle oder so irgendwann mal. Ich wollte gerade sagen, genau den Eindruck hatte man, dass wenn man da nochmal drüber geht, ist es wieder lustig. Du hast die Crowd auch voll auf deiner Seite gehabt. Also auch wenn du vorhin gesagt hast, die Energie hat auch bei dir dann ein bisschen gelitten. Ja, hast du auf jeden Fall energiemäßig noch ordentlich Gas gegeben und die Crowd war ziemlich am Start, würde ich mal behaupten. Auch wenn es ein paar Hänger zwischendurch gab, die wir ausführlichst jetzt besprochen haben. Ja, auf jeden Fall. Kann ich was Egoistisches sagen an die Leute? Bitte schreibt mir nicht solche Nachrichten wie... Hey, voll schade, dass passiert ist, aber wir finden dich trotzdem gut und voll ärgerlich und so. Und ich kann es, ich brauche, also, ich weiß, dass es scheiße war, ich weiß, dass irgendwer mich mag und irgendwer nicht. Mir ist es dermaßen unangenehm, weil ich muss immer den gleichen Text schreiben, ich muss immer wieder auf Facebook schreiben, ja, stimmt, ich habe nicht gelernt, aber beim nächsten Mal mache ich so, macht's nicht. Also schreibt mir, was ihr wollt, also schreibt mir egal wirklich, was ihr wollt, aber nur... Müsst ihr wirklich nicht. Ihr müsst mir nicht sagen, obwohl es schlecht war, müsst ihr wirklich nicht. Mir ist es unangenehm. Aber sonst, wie ihr wollt. Weiß ich, keine Ahnung, ich brauche 3 Bier schon gesucht. Aber trotzdem können wir hoffen, dass du dich davon nicht entmutigen lässt und weiterhin am Start bist. So. Ja, na, einfach mal 3 Wochen statt 10 Tagen oder so und dann wird es schon wieder gehen irgendwie. Vielleicht der Kompromiss, vielleicht nicht zu lang vorher, aber auch nicht zu knapp, so, wer weiß. Wir freuen uns auf jeden Fall und auch von dir weitere Solo- und Tour-and-Tours. Und wie schaut's aus? Was sind die Pläne? Bis gestern habe ich überlegt, vielleicht mal Mars B zu battlen, aber das hat sich jetzt erledigt. So, er soll einfach nicht mehr battlen. So fertig, Punkt aus. Ja, wenn Mikesh das Titelmatch gewinnt, hole ich mir Titel. Shots feiert ganz zum Schluss, alles klar. Wir sind sehr gespannt auf das Titelmatch und sowieso auf alles, was kommt. Don't let the label label you. Josef Steinschleuder, Falk, Main Match, Stellwerk Hamburg. Wir sind draußen.